Der Core i5 12400 von Intel entpuppt sich so langsam als die vielleicht beste CPU überhaupt. Hallo und willkommen zum... Tja, Leute, es ist wirklich hart für euch, aber es stimmt leider. Das hier ist das letzte Video. Das wirklich allerletzte. Danach gibt es keine weiteren Videos mehr von mir. Naja, okay, zumindest für dieses Jahr. Aber nächstes Jahr seht ihr mich natürlich in alter Frische wieder. Ach, wie ich das zum Jahresende mal liebe. So Sprüche wie dieses Jahr halt nicht mehr, das klingt alles so immer endgültig. Aber das Jahr hat halt nur noch einige wenige Stunden und am Wochenende gibt es ausnahmsweise jetzt von mir mal kein Video. Das nächste gibt es daher erst am Montag, dem 3. Januar 2022, also im nächsten Jahr. So viel dazu. Nun wollen wir uns aber mal den heutigen News widmen, denn ein paar konnte ich tatsächlich noch zu zusammenkratzen und die sind gar nicht mal so schlecht. Wobei, schlecht ist die erste News ja schon irgendwie, denn Anfang Januar gibt es ja normal sofort die erste große Tech-Messe des Jahres, nämlich die CES in Las Vegas. Dort stellen auch Nvidia, AMD und Intel normal die allerneuesten Produkte von denen vor. Und nein, noch ist die CES nicht abgesagt, aber das könnte durchaus auf jeden Fall noch passieren. Omikron ist leider daran schuld, aber ja, wie es aussieht, wollen die Veranstalter die Messe trotzdem irgendwie so knaller durchziehen. Meine Meinung dazu halte ich jetzt übrigens einfach mal raus. Krass ist nun aber leider, dass alle drei genannten Hersteller nun nicht mehr auf der CES vertreten sind. Also kein AMD, kein Nvidia und auch Intel ist nicht dabei. Aber noch viele andere Größen wie Lenovo, MSI und so weiter fehlen. Und da frage ich mich, was soll die Messe da jetzt eigentlich überhaupt noch bringen? Aber keine Sorge, natürlich finden die entsprechenden Keynotes der soeben genannten Hersteller trotzdem statt. Und alle geplanten Produkte werden natürlich auch vorgestellt werden. Bei Intel dürften das die weiteren Alder Lake CPUs, ja mit Glück natürlich auch Intels A-Grafikkarten sein. Bei Nvidia die RTX 3090 Ti und die RTX 3050 und bei AMD hoffentlich Ryzen 5000 mit 3D V-Cache. Die neuen Threadripper CPUs und ja, mal gucken, was da bei AMD vielleicht noch so kommt. Wir gucken uns das Ganze dann übrigens am 4. Januar gemeinsam in meinem ersten Stream des Jahres 2022 auf Twitch an. Also am besten jetzt schon meinen Kanal, das Monty, auf Twitch aufsuchen und direkt folgen, dann verpasst ihr auch nichts. Sorry Asus, ich mag euch ja. Okay, hier und da sind eure Preise ein bisschen über. Aber an der technischen Qualität eurer Produkte gibt es wirklich gar nichts zu bemängeln. Bis heute. Denn was Asus nun passiert, ist schon ein starkes Stück. Das Schlimmste ist ja, dass der Fehler ausgerechnet bei einem Mainboard-Flaggschiff passiert ist, nämlich dem ROG Maximus Z690 Hero. Denn hiervon wurden nun ausgewählte Boards zurückgerufen. Soll heißen, der Fehler ist nicht auf allen Boards zu finden und da sage ich mal ein Glück. Ja, es ist wohl nur eine einzige Charge betroffen, aber der Fehler ist schon ziemlich gravierend. Denn es sieht so aus, als sei ein Kondensator falsch herum aufgelötet worden auf einem High-End-Mainboard wohlgemerkt. Dieser sitzt nahe dem RAM-Slot und ja, so kommt es auch bei vielen betroffenen Mainboards dann zu einem Code, nämlich dem RAM-Error-Code 53. Und das Ganze ist übrigens kein Gerücht. Das hat Asus jetzt nämlich auch ganz offiziell so bestätigt und ruft so die Boards mit der unten eingeblendeten Teilennummer zurück. Wie so ein Fehler passieren kann? Ja, eigentlich fast unmöglich. Denn Kondensatoren, die werden vollautomatisch von entsprechenden Maschinen aufgelötet. Ja, die machen bekanntlich natürlich keine Fehler. Wo also liegt der Fehler? Ja, sicherlich natürlich bei einem Menschen, der die Kondensatorrollen eingelegt hat. Ja, und das sicherlich wohl falsch herum. Wobei ich mich jetzt frage, warum das Ganze jetzt nicht quasi so verpolungssicher irgendwie geregelt ist. Ja, okay, ich denke mal, ist es auch, aber irgendwo muss da ja wohl menschliches Versagen vorhanden sein. Bei vielen ließ sich dann der PC gar nicht mehr starten, einige Mainboards liefen aber völlig ohne Probleme. Ich würde diese Boards aber natürlich trotzdem mit einschicken, denn irgendwann sieht es vielleicht genau so aus wie auf diesem Foto hier. Und das sieht nicht nur schlimm aus, sondern das stinkt auch wie Hulle. Und wir alle warten ja sehnsüchtig auf den Retter in der Grafikkartenkrise. Nein, ich bin das nicht. Auf die Intel A-Grafikkarten. Okay, ob sie jetzt Retter werden, bleibt abzuwarten. Aber sie könnten das Ganze zumindest abmildern. Vorausgesetzt, sie bringen natürlich auch die erwartete Leistung in den Ring. Die soll so ja maximal bei einer Nvidia RTX 3070 Ti liegen. Erst die nächste Generation Battle Mage soll 2023 dann auch die High-End-Karten von Nvidia und AMD angreifen können. Bisherige Gerüchte gingen ja für die Desktop-Version von einem Release im zweiten Quartal 2022 aus, was schon sehr spät ist, wie ich finde. Ja, und nun deutet aber einiges auf einen früheren Release hin. Laut Intel soll Arc ja im ersten Quartal 2022 kommen, aber hier wurden bisher wohl nur die Mobile-Varianten erwartet. Laut einem Bericht von Board Channels können aber die Desktop-Varianten schon damit gemeint sein.
Es werden hier jetzt zwar keine Desktop-Versionen erwähnt, aber es wird von der Leistung einer RTX 3070 Ti gesprochen. Und hiermit kann jetzt eigentlich nur das Desktop-Flaggschiff mit 512 Recheneinheiten gemeint sein. Im März soll dann genau zwei Varianten erscheinen. Einmal die Digitoo 512 16 GB mit der Leistung einer RTX 3070 Ti und die Digitoo 384 12 GB mit der Leistung einer RTX 3060 Ti. Das klingt doch alles erstmal recht gut. Bis auf die Tatsache, dass Intel wohl das selbstgesteckte Powerlimit-Ziel jetzt nicht einhalten konnte, ja, und die Karten und du vielleicht doch so ein kleines bisschen durstiger sind als geplant. In Sachen Effizienz könnten diese also durchaus schlechter dastehen als die Konkurrenz. Wer soll denn da noch durchblicken? Nvidia's DLSS, Nvidia Image Scaling, AMD's FSR, Intel berät auch noch was Entsprechendes auf den Markt und nun kommt AMD mit AMD's Radeon Super Resolution namens RSR auf den Markt. Ja, und das Ganze soll dann übrigens im Januar schon veröffentlicht werden. Ja, und bei allen Techniken handelt es sich ja um Möglichkeiten, deutlich mehr FPS aus entsprechenden Spielen herauszuholen, indem dann ganz einfach die Originalauflösung herunterskaliert wird. Naja, so einfach ist das allerdings nicht. Aber so gut, dass halt je nach Einstellung kaum Unterschiede zu sehen sind. Ja, und Nvidia macht das mit DLSS aktuell, ja, würde ich mal so sagen, am besten. Aber auch AMD's FSR ist auf jeden Fall ziemlich gut, aber leider unterstützen beide Techniken nicht alle vorhandenen Spiele. Das soll mit AMD's RSR nun aber besser werden, denn das unterstützt nahezu alle Spiele. Nahezu, weil es sich halt nur um Spiele handelt, die den exklusiven Vollbildmodus unterstützen. Ja, ehrlich gesagt, das sind aber die meisten. Ja, und die, die es halt nicht machen, die sollten wohl per Patch dazu zu bewegt werden können. Technisch soll das Ganze aber wie FSR 1.0 funktionieren, aber halt auf die Unterstützung durch Spieleentwickler komplett verzichten können und das finde ich auf jeden Fall ziemlich klasse. Klar sollte aber natürlich auch sein, dass die Qualität dann natürlich irgendwie leiden muss. Das geht eigentlich kaum anders. Ja, wie sehr, werden wir dann aber auf jeden Fall im Januar 2022 sehen. Vorgestellt wird RSR sicherlich auf der Keynote am 4. Januar. Aber eigentlich ist der Intel Core i5 12400 bzw. 12400F doch das Highlight aktuell, oder nicht? Denn diese CPU könnte mal wieder der Preis-Leistungsknüller bei Intel werden. Aktuell sieht ja alles auf jeden Fall danach aus. Mit dem Ryzen 5 5600X kann diese auf jeden Fall locker mithalten. Wird aber wohl noch deutlich günstiger werden. Wobei der 5600X natürlich nach unten noch eine Menge Spielraum hat. Und nun sind noch mehr Benchmarks zum 12400 aufgetaucht. Dieses Mal aber im Vergleich zu Intels ehemaligen Flaggschiff Core i9 11900K, den ich übrigens auch selbst lange nutzte. Machen wir es kurz, das Teil kostet nicht mal die Hälfte und braucht deutlich weniger Strom. Ist aber schneller als der 11900K. Das berichtet jedenfalls der ChillDog auf Twitter. Wobei der 12400 eine MTP von 117 Watt hat, aber mit ungesperrtem Powerlimit an den Start ging. Also, ja, sicherlich nicht so ganz, wie man ihn auf jeden Fall betreiben sollte. Trotzdem, spannend das Ganze. Der 12400 ist nämlich wirklich schneller und trotz des offenen Powerlimits sparsamer als der 11900K. Knapp 2% mehr Leistung in Spielen. Ja, und dass der 12400 im Cinebench Multi verliert, sollte aufgrund zwei fehlender Kerne natürlich ziemlich klar sein. Im Single Thread ist der 11900K aber auch hier weiter hinten unterlegen. Na klar ist das jetzt nur ein eher kurzer Test in WQAD-Auflösung. Trotzdem zeigten bisher alle Benchmarks das enorme Potenzial des 12400er. Dass dieser viel Power hat, ich glaube, das bezweifelt aktuell niemand mehr. Ja, und wie immer am Ende so in den News sage ich, es kommt natürlich dann auf den Preis an. Aber auch hier geben erste Leaks auf jeden Fall grünes Licht. Zumindest die 11-Version dürfte sich Richtung 200€ bewegen und das finde ich auf jeden Fall gut so. Tja, und das war die letzte News des Jahres 2021 und nun kommt auch der letzte Kommentar des Tages 2021. Viel Spaß! Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages und heute wieder ein Kommentar stellvertretend für viele, viele andere. Denn viele vergessen offenbar, dass das hier auf jeden Fall ein News-Kanal ist, auf dem so ab und zu natürlich auch mal ein paar Reviews kommen. Aber ich kann mir halt nicht immer aussuchen, was getestet werden soll. Könntest du einen Test der 1650, 1650S machen, aber vor die 1650 zu kaufen für Full HD Gaming und würde gerne hören und sehen vom Monty, dass die Karte sich theoretisch lohnt. Hey Steven, ja ich könnte, aber ich werde das nicht machen, denn wie gesagt ist das hier ein News-Kanal und ich habe bei den Herstellern einfach überhaupt keine Priorität. Das heißt, ich kann nicht mal eben Nvidia fragen, ob sie mir eine entsprechende Karte zuschicken. Noch dazu wird das auch so oder so gar nicht passieren, denn die 1650 Karten sind einfach viel, viel, viel zu alt.
Dazu gibt es nämlich schon viele Tests im Netz, die würde ich auf jeden Fall mal angucken. So ein Video würde sich für mich absolut nicht mehr lohnen. Ja, und keine Videos machen mehr Arbeit als Grafikkartentests. Dazu müsste ich mir diese Karte also erstmal völlig überteuert kaufen und dann weniger daran verdienen, als das Ganze eigentlich gekostet hat. Ja, und da ich nun mal ein kleines Unternehmen bin, muss ich halt so ein bisschen darauf achten, was sich lohnt und was halt nicht. Und sowas lohnt sich definitiv nicht. Auch sonst kann ich solchen Bitten eigentlich kaum nachkommen. Ich teste halt meist Hardware, wenn die Hersteller von sich auf mich zukommen. Das ist in euren Augen dann zwar jetzt kein objektiver Test, ich kann euch nur sagen, dass ich das Ganze trotzdem immer so objektiv wie irgendwie möglich gestalte. Denn ein Test ohne Kritik gibt es bei mir so gut wie nie. Ach ja, und dann kommt natürlich auch noch die Grafikkartenkrise dazu, denn seit Monaten habe ich keine einzige Testgrafikkarte mehr bekommen, was ich übrigens durchaus verstehen kann, das ist jetzt gar keine Beschwerde, denn wenn sich sowieso alle Karten verkaufen wie geschnitten Brot, warum sollte man dann dafür Werbung machen? Wisst ihr, was mich nervt? Diese Unmengen an Spiele-Launchern. Jede Kackfirma hat ihren eigenen. Was soll das denn? Können die sich denn nicht einfach mal vertragen und so zusammentun? Naja, anderes Thema. Eventuell was für den Aufreger der Woche. Ich wollte von euch jedenfalls in der letzten Umfrage wissen, welcher ist dein Lieblingsspiele-Launcher? Kaum verwunderlich, 83% finden Steam am besten, ich übrigens auch, wobei Steam durchaus mal ein optisches Update verdient hätte, denn die altbackene Struktur hat übrigens auch praktische Nachteile. GOC nutze ich selbst übrigens auch nur für Cyberpunk 2077, sonst nichts, ja nur 3% mögen ihn. Der Epic Games Launcher 7% und Ubisoft Connect kommen mit 2% verdammt schlecht weg, warum eigentlich? Ja, mein absoluter All-Time-Nicht-Favorit ist übrigens der üble Microsoft Store. No go das Teil, aber 4% mögen ihn, was mich echt verwundert. Aber naja, jeder hat halt einen anderen Geschmack. Ich hasse ihn jedenfalls. Ja, und das Jahr 2021 war sicherlich auch nicht gerade das Beste, aber hassen tue ich es definitiv nicht, vor allem weil es privat dann doch ziemlich gut für mich lief. Rein von YouTube her aber leider nicht so, was aber glaube ich jetzt weniger an mir, als vielleicht an der Grafikkartenkrise lag. Jetzt mal den ganzen Corona-Mist vollkommen außen vor, wie fandet ihr denn das Jahr 2021 so? Macht doch mal bei der heutigen Umfrage mit und schreibt es mir natürlich auch noch mit in die Kommentare. Und ja, ich gebe es zu, in Sachen Hardware kann es 2022 natürlich nur besser werden. Und da kommen so einige sehr große Sachen auf uns zu und wenn ihr die nicht verpassen wollt, tja, dann lasst auf jeden Fall schnellstens ein Abo da. Eventuell das letzte Abo des Jahres 2021 auf diesem Kanal und das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und nun wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr in alter Frische wieder. So, ich würde mal sagen, ich bin nun feiern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Und, kommst du mitfeiern? Na klar. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ach, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, du bist dieses Jahr das Feuerwerk.